Okidoki. Das ging an dich, Lena, ne? Kein Bargeld, wirklich. Wie soll ich zu Weihnachten meiner Omi einen Huni zustecken, damit sie mich ein bisschen mehr lieb hat? Wie, was soll Sido machen? Ich kennt doch alle, schmeiß die Fuffis in den Club. Bo, bo, wie soll das gehen? Soll Sido etwa mit einem Kartenlesegerät durch den Club gehen oder was? Worin soll Dagobert Duck reinspringen, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Dann springt er einfach nur runter und ist tot. Soll nicht. Wie soll ich einer Stripperin sagen, dass ich die eigentlich ganz doll mag? Ja? Soll ich mir entweder so einen NFC-Chip in den Fingerinnen implantieren und dann, gut, dann könnte ich sie vielleicht noch anfassen. Was sollen Numismatiker machen? Numismatiker? Wer denkt, also, was sollen die? Sollen die alte Kreditkarten sammeln und verkaufen? Oh, das ist eine ganz alte aus den Nullerjahren, da ist nichts mehr drauf, aber ganz schöner Plastik. Wer kennt nicht die Freude, wenn du sag mal, in den Club gehst und zusammengerollten Zehner findest? Das ist doch ein total schönes Gefühl, weißt du? Gerade in Clubs, ich meine, da braucht man Karte und Bargeld, sonst ist so ein Clubbesuch auch komplett sinnlos. In der S-Bahn, die Musiker, jeder braucht die Musiker, ich brauche die Musiker in der S-Bahn. Weil wenn ich denen kein Geld geben kann, dann sind die auch nicht da, dann ist Ruhe in der S-Bahn, dann muss ich über mein Leben nachdenken und fange an zu flennen. Ich brauche die Ablenkung, ich muss mich über die Musiker aufregen. Die Scheidungsrate würde nach oben gehen. Ich meine, wenn der Papa jetzt mal mit seinen Kumpels auf der Reeperbahn so einen kleinen Ausflug macht, ne? Und dann die Mutti einsehen kann, wofür das Geld ausgegeben worden ist. Und sieht dann, ach, was ist denn das, Schatz, was ist denn das Happy End? Ja, das ist eine Imbissbude, gibt's Würstchen im Schlafrock oder was? Für 1000 Euro? Weißt du, jede gute Ehe basiert auf Lügen. Und das geht halt nur mit Bargeld. Weißt du, wenn das Kind kommt und sagt, hey Papa, kannst du mir ein bisschen Geld überweisen? Ich meine, der Vorteil wäre natürlich, dass Papa könnte sehen, wofür das Geld ausgegeben würde und würde dann sehen, dass das Kind dauernd Süßigkeiten kauft, deswegen ist das Kind ein bisschen fetter geworden ist. Aber egal. Darum geht's nicht. Kinder verlieren auch dauernd irgendwelche Sachen. Wenn ein Kind ein Portemonnaie verliert mit 10 Euro oder so, okay. Aber eine ganze Bankkarte? Weißt du, was du alles machen musst, um so eine neue Karte zu kriegen? Bargeldlos können eigentlich nur Banker und Börsenhändler oder vielleicht Buchhalter oder so. Ja, ich nicht. Ich kann das nicht. Ich brauche das haptisch, ich muss das sehen. Aber eigentlich können das Banker auch nicht. Beste Beispiel, Bankenkrise 2008, 2009. In Island hat man nach der Bankenkrise extra mehr auf Bargeld gesetzt, weil man eine bessere Kontrolle darüber hätte. Cum-Ex-Geschäfte wären nicht möglich mit Bargeld. Große Geschäfte, man sagt immer, man könnte Kriminalität irgendwie, Kleinkriminalität abschaffen, wenn das Bargeld weg ist. Aber die großen Geschäfte, wie Terrorfinanzierung oder illegale Waffenverkauf oder irgend so ein Scheiß, Drogengeschäfte, das passiert nicht mit Bargeld. Das wird eh per Bank gemacht. Wenn irgendwie in Hamburger Hafen 10 Tonnen Koks landen oder so, dann wurde das nicht vorher mit Bar bezahlt, dann wurde das, das ging so über digital. Jeff Bezos, der sollte sein ganzes Geld in kleinen Scheinen haben. Das wäre besser. Und er lebt in Kalifornien und da brennt es öfter und das wäre nur fair, wenn er es in kleinen Scheinen hätte. Überhaupt jedes Geschäft, was über eine Million ist, sollte überhaupt mit Bargeld abgeschlossen werden. Das ist auf jeden Fall klar. Und Bargeldüberweisungen sind billiger als Kreditkartenüberweisungen. Kreditkartenüberweisungen sind meistens 4-mal teurer als eine Bargeldüberweisung. Also, die wollen damit nur Kohle machen. Eine Bank ist ein Geschäft. Die wissen alles dann über dich. Alles ist gläsern. Alles, was du kaufst, tust, ist bekannt. Wenn du Alkoholiker bist und dann sieht die Bank, ah, Mensch, 4 Uso am Tag, die kriegen den Kredit nicht. Bist du am Arsch? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn so 1- und 2-Cent-Stücke abgeschafft werden. Okay, der 500-Euro-Schein wurde abgeschafft. Habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er existiert hat. Kann ich verstehen. Überhaupt die Produktion von Kleingeld und Geld an sich kostet ja auch. Aber die meisten wollen das gar nicht. 80% der Deutschen zahlen immer noch bar. Und noch mehr in Österreich und auch in der Schweiz. Und die anderen 20% sind Kleinkinder. Die dürfen nichts kaufen. und überhaupt mit der ganzen Hygiene oder so. Ich meine, ich habe die Chlamydien nicht beim Einkauf im Rewe bekommen. Das habe ich im Real bekommen. Einmal hin, alles drin. Und wenn da irgendwie Leute kommen und sagen, in Schweden funktioniert das, in Schweden kannst du bargeldlos bezahlen. In Schweden, da kannst du auch mit deinem Gesicht bezahlen. Aber es funktioniert nur, wenn du ein symmetrisches und hübsches Gesicht hast. Und die meisten Menschen auf der Welt sind hässlich. Mit meiner Hackfresse zahlen. Jeder hat einen Cousin, der aussieht wie ich. Jeder könnte mit der Fresse zahlen. Was soll denn das? Naja, ich finde überhaupt, wenn man... Weißt du, wenn du das kleine bisschen Freiheit, was du noch hast, was dir das Bargeld gibt,
aufgibst, dann da haben wir gar keine Freiheit mehr. Dann können wir es gleich lassen. Danke. Ja, Stefan, Bargeld ist durch. Noch regiert Bargeld, aber seine Tage sind gezählt. Bargeld ist quasi der alte weiße Mann unter den Zahlungssystemen. Die digitalen Währungen, das ist die Zukunft. Erstens, sie sind sicherer. Eben seit Corona wissen wir, Bargeld kann durch Viren verschmutzt sein. Bei digitalen Währungen ist das viel hygienischer. Wenn dort mal ein Virus drauf ist, wirst du nie wieder damit in Berührung kommen. Dann, zweitens, digitale Währungen sind vertrauenswürdiger. Stichwort Enkeltrickbetrüger. Wenn sich dein dementer Papa nicht mehr daran erinnert, dass er keinen Enkel hat, der Günther heißt und komischerweise mit russischem Akzent spricht, wird er sich auch nicht daran erinnern können an den PIN-Code. Das ist super für deinen Papa und super auch für dich, weil dein Erbe ist dann sicher. Und ohne Bargeld fällt beim Erben ja auch das mühsame Aufschlitzen von Matratzen, Sofas und Vorhängen weg. Und Deutschland ist ja führend im Überwinden von Bargeld. Im Pott geht es seit Jahren ohne Kohle. In den neuen Bundesländern da verschwindet der Zaster wie von Geisterhand. Und in Berlin seit Jahren ist kein Geld da und trotzdem wird jede Menge Kies und Schotter verbaut. Geht doch. In Zukunft bezahlen wir digital, wir bezahlen mit dem Handy im Internet. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig für Deutschland, weil in Sachen Netzabdeckung seid ihr ja Entwicklungsland. Im europäischen Vergleich nur auf Platz 32. Hinter Polen, Rumänien, Portugal. Aber keine Sorge, eure Bundesregierung wird euch nicht im Funkloch verhungern lassen. Für Härtefälle gibt es künftig Hartz IV 0. Aber die Bundesregierung, die kann den Anschluss schaffen. Wenn sie sich richtig reinkniet ins digitale Zeitalter und endlich beweist, auf Worte folgen Daten. Und was sie ja schon bewiesen hat, ist, wie gut sie sich auskennt mit binären Codes. Also ja, auch mit Einsen, aber vor allem mit Nullen. Und die Bundesregierung, die wird auch dein digitales Vermögen vor Hackerangriffen schützen. Olaf Scholz persönlich wird mit einem QR-Scanner in der Hand verkünden, das Vermögen Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Und noch ein Vorteil hat die vollkommene Digitalisierung. Endlich sind wir die bösen Banken los. An ihrer Stelle werden nämlich freundliche, sympathische Unternehmen treten, wie Google, Apple und Amazon. An Google haben wir uns ja bereits gewöhnt. Also die wissen, was wir wissen wollen und zeigen uns, was sie uns zeigen wollen. Das Einzige, was denen in ihrer ganzen Datenkette jetzt noch fehlt, sind unsere Finanzen. Und um diese Lücke zu schließen, haben sie sich andere sympathische, freundliche Unternehmen als Partner geholt. Apple arbeitet jetzt für ihr digitales Zahlungssystem, Apple Pay heißt das, jetzt mit Goldman Sachs zusammen. Goldman Sachs. Denen können wir vertrauen. Die haben ja 2008 haben die eine weltweite Finanzkrise ausgelöst. Ich denke, die verstehen ihr Handwerk. Ja, die Digitalisierung wird kommen und digitales Geld, das ist gut für die Wirtschaft, sagt die Wirtschaft. Und das können Studien, die von der Wirtschaft mit analogem Geld bezahlt wurden, auch zweifelsfrei beweisen. So, meine lieben Leute, ich kann euch nur empfehlen, mal hier drauf zu klicken. Da gibt es noch mehr Videos vom Satire-Battle. Und hier kommt da raus bei ZDF Comedy. Also ich würde draufklicken, wenn ich sie wäre. Oder sie. Oder? Ja, dich meine ich.